Um ihre Söhne und Töchter hochzupäppeln, ne? Damit sie stark genug werden, um den ersten Winter zu überstehen. Und alle 6 Babys vom vorigen Jahr haben heuer den strengen Schneewinter gut überstanden. Eichhörnchen verlassen. Ja, die Eichhörnchen zum Beispiel anfangen, zusammen, sie suchen relativ früh, das machen sie wie vorher. Ja. Der ist zwar morsch, aber die Arten steigen seit 5 Jahren dort rauf und deswegen ist dieser Ast unheimlich biegsam. Der hat seine Stabilität bewahrt, weil die Arten ihn quasi trainieren, den Ast, weil die steigen immer deswegen rauf, weil sie eine Sage spricht, einer der ist zu schwer. Also, für einen Affen dieser Größe überhaupt kein Problem. Knacks. Da sind teilweise ja 2, 3 Affen oben und der Ast biegt sich ganz runter. Trotzdem kriegt er nicht. Das ist Da ist einer oben, sagt er. Ah ja, ja. Und wieso die Nani? Como fez o macaco na árvore? Wie hat er einen Baum gemacht? Wie hat er gemacht? Einen Baum oben. Und sie tut wieder. Die will mir die Augen aufsetzen. Schon da ist ein Baby. Da hängt doch ein Baby. Das ist mehr Federvolumen. Ja, aber wir verteilen sie. Zeig mir mal. Siehst du den ganz kleinen da? Hallo, bist du Günther? Na, da bin der Günther. Schau der Ehemann, schau der Ehemann. Oh, ja. Was ist mit dir? Sie ist aufmerksam. Ja, schau dich ja. Na, alter Profi. Die Christina hat jetzt das Glück, dass sie dass der Oskar hier ist, weil mit ihm hat sie eine gute Beziehung. Anna bietet sich den Unmut von anderen Affen auf sich. Jetzt regt sich die Lena auf, dass die da reingegangen ist. Ja, jetzt will ich mir. Der beste Freund, ne? Ja. Nein, ja, alle. Makako. Pink und Tomate. Habe ich da dunkel ausgemacht?